So, lieber Luca, das ist also jetzt der Hohlbeinplatz. Es ist sozusagen mein Platz. Hier haben wir immer gespielt, als wir Kinder waren. Kommt, wir stellen uns in die Mitte zum Brunnen. Ja, und jetzt dreh dich einmal um dich herum, Luca, während wir reden. Den Hohlbeinplatz, so wie er jetzt aussieht, so schick, den gibt es noch gar nicht so lange. Das sah alles ganz anders aus, als wir klein waren. Die Kanäle zum Beispiel waren ja jahrelang zugebaut und wurden erst viel später wieder freigelegt. Kanäle? Da vorne war ein Metzger und noch ein Stück weiter vorne später dann ein Zigarettenladen. Hier gab's nur Handwerker. Und am Mittwochnachmittag hatten die Handwerker ihre Betriebe zu. Und weil unsere Eltern immer lang arbeiten mussten, gehörte mittwochs das Lechviertel uns Kindern ganz allein. Keine Erwachsenen rundum. Wir konnten so laut sein, wie wir wollten, und keiner hat sich über uns beschwert. Ein Kinderspielenachmittag, ein Tag in der Woche ganz erwachsenenfrei und nur fürs Spielen reserviert. Wow, Kinder, das sollten wir wieder einführen. Hier war lange noch so eine Ruine. Wie, eine Ruine? Verstehe ich nicht. Im Krieg wurden ja ganz viele Häuser zerstört und es hat sehr lange gedauert, bis der ganze Schutt weggeräumt wurde. Krass. Ja, aber für uns Kinder war es irgendwie spannend. Ja, wir haben die Steine und solche Betonplatten aus den Trümmern rausgeholt und uns Häuser gebaut. Wir haben was zum Essen mitgenommen und natürlich unsere Doggernandeln. Und dann haben wir Familie gespielt, bis zum Abwinken, stundenlang. Oder Murmelwettkämpfe gemacht. Was meinst du? Murmel, 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 Murmel. Na, nicht diese Art von Murmeln. Dafür ist der Opa Spezialist. Also die Murmel, Murmel, Murmelmeisterin bist ja wohl du, liebe Marianne. Nein, Luca, ich meine die Glasmurmeln, diese Glaskugeln. Die kennst du doch, damit haben wir gespielt. Eigentlich könnte man hier heutzutage prima Buhl spielen. Ja, aber jetzt müssen wir doch erstmal unser heldenhaftes kleines Wesen fertig machen, oder Luca? Ja, unbedingt. Super, Reini. Also, mindestens einen Laden müssen wir noch aufsuchen und ich weiß auch schon welchen. Welchen? Welchen denn? Komm mit. Los jetzt, weiter zu Station 7, immer weiter die Straße darunter, zwischen Brillen, Schoki und schönen Silberringen durch, da bekomme ich noch mehr Sachen. Ich werde ein absolut dickes, unbesiegbares, absolut einzigartiges Murmel, 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 Murmel.